Hallo und willkommen zu einem ganz kleinen Tutorial über einen Sketch, den die liebe Nicole von dem Kanal StempelDream76 ersonnen hat. Den werde ich euch hier oben in der Ecke einblenden. Und weiter hier oben in der Ecke, da findet ihr eine kleine Infobox mit dem Link zu ihrem Kanal und zu dem Video, wo sie diesen Sketch vorgestellt hat. Was ich jetzt hier brauche heute, ich habe eigentlich schon die Weihnachtskarten verschickt, genau. Und was ich jetzt hier brauche, sind Anhänger für die Geschenke, die ich verschenken will. Und das ist jetzt hier so ein Holzanhänger, den habe ich in einem Euroladen gekauft, in einem Dollarstore, wie auch immer man das nennen mag. Das gibt es bei verschiedenen Anbietern. Und wer es genau wissen will, kann mir gerne eine Nachricht schicken. Dann schaue ich mal, wo es das im Moment gibt. Und das ist so ein ganz dünnes Holz. Und das ist noch ganz roh und unbehandelt. Und damit ich den Sketch von Nicole erfülle, diese Vorgaben, die sie gegeben hat, werde ich das jetzt zunächst einmal rot einfärben. Denn in dem Sketch von Nicole soll man entweder rot, blau oder grün, glaube ich. Ich habe den jetzt gerade nicht hier vor Augen, aber ich habe mir das jetzt hier so angeguckt und mir das hier ausgedacht. Ein Kreis, ein Dreieck oder ein Viereck und ein Schneemann, ein Engel oder ein Tannenbaum integrieren. Ja, und dann fangen wir hier erstmal mit einer der Farben an, und zwar rot. Jetzt habe ich hier das Memento, das Memento Lux, und das kommt jetzt hier auf mein unbehandeltes Holz. Und dann lassen wir das mal ein bisschen trocknen. So, jetzt ist unser Holzanhänger hier schon getrocknet. Und ich werde weitermachen mit dem Sketch, denn neben dem Rot möchte ich etwas Rundes, Kreisförmiges hineinbringen. Dafür habe ich mir hier diesen Locher besorgt, aus meinem Fundus natürlich. Das ist ein 1¼-Inch Locher. Davon werde ich dann einmal einen großen Kreis machen und einen kleineren Kreis mit einem anderen Locher. Und einmal dürft ihr raten, was ich damit mache. Genau, einen Schneemann. Was fehlt dem Schneemann jetzt noch? Genau, eine Nase. Dafür schneide ich ein kleines Stück von einem Moosgummi ab. Oh, entschuldigt bitte. Das war ein bisschen außerhalb des Bildes. Das müssen wir dann nur noch trocknen lassen, genau. Und dann habe ich mir hier von diesem Satinband, die nehme ich sehr gerne, die sind sehr edel, aber hier in dem Fall waren die etwas zu dick, habe ich mir dann einfach so eins rausgenommen. Die sind ja immer 3:3 Strängen gedreht. Und damit kann ich dann hier mein Dekoband machen. Genau. Und dann muss ich nur noch den Klebstoff trocknen lassen. Und dann habe ich hier meinen Schneemann. Den kann ich dann in verschiedene Richtungen gucken lassen. Den finde ich eigentlich ziemlich schön. Sehr gut geworden. Dann natürlich muss das hier auch noch einen Namen bekommen. Für wen denn dieser Anhänger ist, wem ich da etwas schenken möchte. Und dafür habe ich Buchstaben ausgestanzt hier und habe das auf der anderen Seite schon mal vorbereitet und das noch ein bisschen weiter dekoriert. Und dann sieht das so aus. Tada! Das bekommt nämlich mein lieber Olaf. Und dass der Schneemann in einem bekannten Zeichentrickfilm auch Olaf heißt, ist purer Zufall, denn Olaf ist mein Mann. Genau. Und mein Olaf kriegt natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk von mir. Mit diesem Anhängerchen hier. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hab euch lieb.
Aber bye bye.